Moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal bzw. zu einem neuen Let's Play. World of Warcraft The Burning Crusade Classic, wir sind immer noch im Blutelfen-Startgebiet, leveln weiter hier den Blutelfen-Paladin. Und in der letzten Folge haben wir uns ein wenig darüber unterhalten, was ich von WoTLK Classic halte, ob ich es spielen werde, wie ich glaube, wie sich das Spiel entwickeln wird, was für negative Entwicklungen es haben wird, was für positive. Von daher, wenn ihr da nochmal reinschauen wollt, dann schaut gerne nochmal in mein letztes Let's Play rein vom letzten Sonntag. Ich lade meine Let's Plays immer Sonntagvormittag um 10 Uhr hoch und nochmal vielen, vielen Dank auch an jeden, der sich dort in den Kommentaren an der Debatte beteiligt habt. Natürlich freue ich mich auch in dem heutigen Let's Play wieder drauf, wenn ihr mir Kommentare da lässt und einfach mir am Ende eure Meinung sagt. Wir werden das heutige Let's Play wieder ungefähr eine halbe Stunde machen und werden nebenbei hier entspannt leveln. So, ich werde mich erstmal hier in die Todesschneise begeben und die dunklen Gespenster umklatschen. Und genau, ich habe es im letzten Let's Play schon leicht angeteasert. Heute möchte ich mal über zwei Spiele aus dem Blizzard-Universum reden, die in den vergangenen Wochen für viel Aufmerksamkeit gesorgt haben. Und zwar einmal Warcraft Arclight Rumble und Diablo Immortal. Das sind beides Mobile Games, die man quasi auf dem Smartphone oder auf dem Tablet spielen kann. Diablo Immortal wiederum kann man auch am Rechner spielen. Habe ich tatsächlich auch schon gemacht auf Twitch. Es gibt eine PC-Version, ja, für alle die Leute, die keine Phones haben. Die können Diablo Immortal auch auf dem Rechner spielen. Und ich muss sagen, ich war tatsächlich beeindruckt, wie gut es läuft, sowohl auf dem Handy als auch auf dem Rechner. War das Gameplay wirklich sehr angenehm. Und es ist auch quasi, wenn ihr den Progress auf dem Handy macht, also auf dem Handy Level 8 erreicht oder so, dann geht es quasi auch auf dem Rechner direkt auf Level 8 weiter. Also das ist nicht ganz geil, man kann quasi, auch wenn man unterwegs ist, quasi seinen Char weiter leveln. Genau, jetzt sind wir aber schon direkt eingestiegen in die Materie, aber genau darum möchte ich mal heute so ein bisschen in dem Video schnacken. Ich habe das schon leicht angeteasert. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Leute da draußen, die gar keinen Bock auf den Mobile-Gaming-Markt haben. Ja, die denken sich, Digga, ne? Blizzard, was macht ihr denn da? Warum macht ihr irgendwie nicht irgendwie das nächste AAA-Game irgendwie? Warum gibt's nicht irgendwie Warcraft 2, WoW 2 irgendwie? Warum gibt's nicht mal so ein richtig neues, geiles MMO irgendwie, wo alles resettet wird, alle verkackten Pets und Mounts und alles wird gelöscht irgendwie? Man fängt einfach wieder von vorne an und was ich übrigens extremst feiern würde, meiner Meinung nach, ist WoW einfach schon viel zu alt und man sollte einfach mal einen kompletten Hard Reset machen, alles löschen, einmal von vorne anfangen. Wenn ihr auch der Meinung seid, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein. Aber nein, Blizzard sagt eher, nee, Moment mal, wir haben den Mobile Gaming Markt im Auge, beziehungsweise auch den asiatischen Markt, wo diese Spiele sehr gut funktionieren und wir wollen erstmal in diese Richtung gehen. Und auch als Aktiengesellschaft, als Firma unter Activision bzw. mittlerweile unter Microsoft müssen wir natürlich auch monetäre Interessen im Blick behalten und es muss quasi vom Wachstum halt eben auch monetär weiter nach oben gehen. So, und ich weiß, viele Leute finden es nicht gut, viele Leute sagen, ja, das ist aber irgendwie, weiß nicht, was bringt mir das, wenn ich dann auch noch so eine Diablo-Lite-Version auf dem Handy spielen kann irgendwie, wo man sich dann irgendwelche kosmetischen Dinge kaufen kann und man keine wirkliche Immersion hat, also kein wirklich MMO- oder Roleplaying-Feeling, sondern wird hier nicht eigentlich mit der IP von Blizzard so ein bisschen, wird die nicht eigentlich so ein bisschen so zugemüllt mit solchen Spielen und nimmt das nicht irgendwie so diesem ganzen Blizzard-Imperium und dieser ganzen Blizzard-Geschichte so ein bisschen den Zauber einfach. Das ist, glaube ich, einfach auch, was viele Leute auf der einen Seite denken und auf der anderen Seite sind einfach auch die Leute natürlich in den letzten Jahren enttäuscht von der Entwicklung von WoW, von der Entwicklung von Diablo auch ein Stück weit. Da kann ich nicht so viel zu sagen. Ich sage immer nur sehr gerne Sachen, von denen ich auch Ahnung habe. Aber ich glaube, auch im Diablo-Bereich sind die Leute nicht unbedingt so zufrieden von der Entwicklung,
von Diablo 3. Ja, da kommt ja immerhin Diablo 4. Von daher, ich glaube, dadurch wurden jetzt zumindest auch die Diablo-Gemüter so ein bisschen beruhigt. Das tatsächlich jetzt auch Diablo wurde ja mit einem bombastischen Trailer angekündigt. Und mal gucken, ob es ein Spiel für mich werden wird, weiß ich noch nicht. Werde ich mir anschauen, und da ist so. Das habe ich zum Beispiel auch bei New World so gepflegt. Das Ritual, dass ich auch, will ich mal sagen, die Leute, die bei New World rumgeschrien haben, das wird der geilste Shit ever und es wird alles verändern und so. Ne, wo sind die jetzt so, ne? Das habe ich auch gelernt mittlerweile in 3-4 Jahren YouTube. Lieber das Maul halten, ne, und erstmal gucken, wie es Game wird. Von daher, ob Diablo 4 was für mich werden wird. Mal gucken. Aber dadurch wurden die Diablo-Fans ein bisschen beruhigt. Was ich auch verstehen kann. Ich glaube, gerade was Diablo Immortal angeht, hat Blizzard einfach auch krasse Marketingfehler gemacht, weil die Leute sich einfach auf einen Diablo 4 gefreut haben und man dann mit dem Mobile Game ankam, hätte man einfach cleverer kommunizieren sollen. Kommunikation ist sowieso eines der Hauptprobleme der Menschen, daran scheitern viele tolle Ideen. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier einmal verkaufen, weil sonst kann ich nämlich hier keine neuen Dinge mehr aufnehmen und das wäre dann doch ein wenig blöde. Muss wir hier dann auch nichts verkaufen, was wir noch brauchen. So, kleine Eier können auch weg. Die habe ich schon. So. Ja, brauchen wir. So. Perfekt. So. Genau. So, jetzt aber mein Punkt von dem heutigen Video. Ja, um ein bisschen einzuordnen, jetzt kommen wir langsam zu meinem Punkt. Ein bisschen Husten bekommen. Ich finde die Entwicklung nicht schlimm, beziehungsweise ich finde sie sogar sehr interessant. Am Anfang, gerade, vielleicht fangen wir erstmal bei Warcraft Arclight Rumble an, weil das war das, was mich so tatsächlich sogar vor Diablo Immortal so auf den Plan gebracht hat. Bei Warcraft Arclight Rumble ist es so, dass wir im Grunde genommen die Geschichte, die Blizzard implementiert hat, um es so vorzustellen, war, die Charaktere in WoW gehen abends in die Taverne und gehen an so eine Art Spielautomat und dort drin kann man dieses Spiel spielen. So muss man sich das vorstellen. Und da hat man dann halt so kleine Mannequin, ja, so Mini-Trolle und Mini-Orks und Mini-Menschen, die quasi noch mehr im Comic-Stil gehalten sind. Und die kann man dann da quasi in so Mini-Schlachten gegeneinander antreten lassen. Und es erinnert sehr, sehr viel an, ich glaube, es heißt Clash of Clans oder, ne, oder Candy Crush oder so. Also an diese Mobile-Games, wo man eben, da hat man so Türme auf der einen Seite, der Gegner hat einen Turm auf der anderen Seite. Dann schickt man so Einheiten gegen, also zu den anderen, also Trimax spielt das immer auf Twitch zum Beispiel. Der ist auch damit groß geworden, glaube ich. Und irgendwann gewinnt halt einer und es geht so ein bisschen ums clevere Timing, aber auch welche Einheiten man losschickt, welche Einheiten man mit welchen bekämpft. Und ja, das so das Ding. Und so vor einem Jahr, ne, hätte ich auch gedacht, Scheiße, ne, würde ich nie spielen so, ne. Mittlerweile ist es so, dadurch, dass ich selber viel rumkomme, selber viel travel mittlerweile, habe ich einfach auch für mich das so mittlerweile betrachtet, okay, ich habe hier einfach eine Möglichkeit, wie ich mich mit meiner Leidenschaft Gaming, auch ein Stück weit mit meiner Leidenschaft Blizzard oder das WoW-Universum oder das Warcraft-Universum, ich habe hier einfach unterwegs mit dem Handy die Möglichkeit, mich weiter mit meiner Leidenschaft zu beschäftigen. Das wird mir hier ermöglicht. Und es ist doch eigentlich eine positive Entwicklung. Ne? Ich meine, warum sollte ich es denn blöde finden, wenn es mir ermöglicht wird, dass ich quasi mich mit WoW, mich mit Warcraft, mich mit Untoten, Orks und so weiter eben auch noch beschäftigen kann, wenn ich irgendwie mal eine Stunde im Zug sitze oder, wisst ihr, wie ich meine? Dass man eben dann nicht nur das Streaming hat oder Videos schauen, sondern wirklich aktiv dann eben auch noch was machen kann. Jetzt mal unabhängig davon, dass man natürlich auch die Welt draußen genießen sollte und die ein oder andere Sekunde in der Natur natürlich auch sich darauf konzentrieren sollte, nicht nur irgendwie rumdaddeln sollte. Aber wenn ich dann schon die Entscheidung treffe, okay, ich möchte ein Handy-Game spielen, dann kann ich mich jetzt eben auch für eins aus dem WoW-Universum entscheiden.
Das fand ich dann eigentlich nach näherer Betrachtung eine gute Entwicklung. Habe ich überlegt, okay, ist doch eigentlich gut auch, ja, dass man das machen kann. Und ach so, man kann das Siegel einmal auf den drauf machen und dann. Ah. Okay, warte mal, oder ist das auch auf ihm drauf, wenn ich einfach nur hitte? Nee, ne? Will ich dann auch eine gute Erfahrung? Hm, muss es erst übertragen. Okay, Mensch, schön. Wieder was über den Paladin gelernt. Wunderschön. Ja, und deswegen habe ich wirklich so vor einigen Monaten so realisiert für mich, ey, warte mal, Blizzard ermöglicht mir einfach, dass ich mich weiter mit meiner Leidenschaft beschäftigen kann, während ich unterwegs bin und vielleicht nicht gerade zwei Monitore, Mikrofon am Mikrofon, Gaming-Rechner, Kamera, Ducky-Keyboard, krasse Maus, Mousepad, indem ich das eben nicht alles am Start habe, kann ich mich eben trotzdem mit meiner Leidenschaft beschäftigen. Und ich glaube, das wird in Zukunft, und das sehen wir jetzt quasi bei Diablo Immortal, auch noch zunehmen, diese Cross-Plattform-Geschichte, dass man einfach ja dann am Handy Dinge machen kann und die Auswirkungen haben auf das Spiel, was ich am Rechner spiele. Was ich zum Beispiel, wenn wir so vor, zum Beispiel, sagen wir mal WoW. Sagen wir mal ein WoW. So, ich spiele, oder ich werde wahrscheinlich immer, natürlich am liebsten vorm Rechner spielen, wo ich nebenbei, ne, schön Stream laufen kann, haben kann, wo ich irgendwie Mucke anhabe, wo ich irgendwie in meinem geilen Gaming Room bin. Klar, da wird man immer am liebsten spielen, als wenn man irgendwie im Zug ist oder so. Oder irgendwie bei Freunden und da irgendwie ein Wochenende ist oder so, ja. Aber sagen wir mal, wir raiden in WoW unter der Woche, wir farmen hier, wir machen Arena, was auch immer, am Rechner. Aber wir haben auf einmal die Möglichkeit, wenn wir unterwegs sind irgendwie, am Tablet uns in WoW einzuloggen und dort mit einem guten, geregelten Interface, dass man sich da fortbewegen kann, gute Sachen machen kann, meinen Progress im Spiel voranzubringen. Zum Beispiel AHA-Trading. AHA-Trading ist eine Geschichte, was man mega gut auch vom Tablet machen könnte, theoretisch gesehen. Ne? Und ich glaube, es wird in Zukunft einfach ein viel mehr. Also ich glaube, Mobile Gaming gibt es eigentlich gar nicht. Mobile Gaming wird, glaube ich, langfristig, also klar, es wird viele Games wird es quasi auch nur am Handy geben vielleicht, aber ich glaube, in vielen Bereichen wird es so sein einfach, dass man eben auch auf sein Hauptgame eben auch vom Tablet oder vom Handy darauf zugreifen kann. Dann kann man eben am Tablet noch AHA-Trading machen, kurz ein paar Sachen reinstellen, Sachen traden. Das finde ich eigentlich, ist auch eine mega geile Entwicklung, ja, wovon wir eigentlich alle nur profitieren. Und wo ich das so realisiert habe, da hat es bei mir so Klick gemacht, da habe ich so gedacht, okay, warte mal, was ist doch dann eigentlich gut für mich? Denn das heißt, immer wenn ich jetzt quasi so die Travel-Phase habe und dann wirklich nur am Handy oder am Tablet vielleicht spielen könnte, kann ich mich eben weiterhin mit meiner Leidenschaft beschäftigen. Und das fand ich irgendwie eine mega nice Entwicklung. Und das wollte ich jetzt hauptsächlich in dem Video heute auch mal ansprechen, dass man vielleicht auch mal darüber nachdenkt und nicht mal gleich denkt so, ja, Blizzard will Geld machen oder irgendwie und Handy und ist doof irgendwie und ich habe kein Phone und so eine Geschichten, sondern ich will das nächste WoW haben. Klar, wollen wir alle, aber ich glaube, die Technik wird so krank gerade mit die Prozessoren werden immer besser und alles und so. Und Leute, es ist einfach, im Grunde genommen wird uns quasi immer mehr ermöglicht, Gaming mit in unseren Alltag zu nehmen. Gaming wird, wenn diese ganze Chip-Krise und so weiter dann auch mal vorbei ist und so, soll ich sagen, Gaming wird einfach zugänglicher. Leute mit wenig Geld können sich einen Rechner leisten, der immer mehr kann. Der, ne, früher war wirklich so dieses Hardcore-Gaming-Rechner. Klar gibt es heute auch mega krasse Rechner, die mega viel kosten, aber so das Eintrittslevel wird durch den technischen Fortschritt und auch durch den Software-Fortschritt, glaube ich, immer weiter heruntergeschraubt. Das ist eigentlich auch eine gute Geschichte, oder? Wenn sich wirklich auch junge Leute Gaming leisten können, die mit ihren Freunden spielen wollen einfach, indem es immer, also indem die Hürde immer geringer wird, dass man für Geräte braucht, um eben diese Gaming-Erfahrung haben zu können. Und ich glaube, das ist einfach eine sehr, sehr positive Entwicklung, ja, die man halt oft nicht auf dem Schirm hat, wenn man halt nur so denkt, oh, Mobile Games sind alles schlecht. So. wir müssen den Kristall im Runenstein hinlegen und in eine Minute verteidigen. Okay, das würde ich sagen,
kriegen wir noch hin. Das machen wir jetzt direkt mal. Aber vorher gehen wir hier noch bei den Kurier Morgenwandler die Quest ab. So. Genau so, das ist so mein Punkt. Und der zweite Punkt, den ich dann überlegt habe, jetzt auch nochmal in Bezug auf Warcraft Arclight Rumble, bevor wir auf Diablo Immortal zu sprechen kommen, ist, dass ich auch schon überlege, vielleicht Warcraft Arclight Rumble mir auch mal, ich muss mal genau gucken, ich weiß nicht, wie man das macht, aber ich meine, man kann auch zum Beispiel ein Handy-Game auf Twitch streamen. Ne? Also Trimax, wie gesagt, macht das immer. Ich weiß nicht genau, wie das macht. Aber tatsächlich würde ich mir sowas sogar vorstellen, dass man einfach auch guckt, okay, dass man die positiven Dinge nimmt eigentlich. Wir bekommen ein neues Blizzard-Game. Ja, es ist Mobile irgendwie. Aber dass man einfach schaut, okay, vielleicht macht das ja Bock, das auf Twitch zu streamen oder irgendwie auf mit dem Rechner zu connecten und irgendwie auf einem größeren Bildschirm zu spielen, dass man da irgendwie die Armeen größer sieht oder so. Keine Ahnung, vielleicht gibt es da ja irgendwie Möglichkeiten. Das war auch einer der Punkte, wo ich dann gedacht habe, hey, warte mal, vielleicht ist ja eine coole Geschichte. Ich kann mehr oder weniger, wenn ich unterwegs bin, Progress im Game machen. Also ich kann mithalten mit den Guten oder mit Leuten, die da eben viel Erfahrung haben, das viel spielen. Und es aber trotzdem streamen, wenn ich irgendwo stationär einen Gaming-Rechner habe. Wisst ihr, wie ich meine? War so für mich persönlich auch ein Punkt, wo ich dann gedacht habe, ey, ist vielleicht doch nicht so kacke. Ja? So, Ding Ding, Leute. Ding in die Kommentare, ihr wisst Bescheid. Gehen rein in Segnung, Rang 3. Mana-Kosten weiter nach unten ballern. Ich weiß gar nicht, ob man das machen wollte oder nicht. Nicht dämlich, ne? Bin immer... keine Ahnung. So, der sterbende Kurier. Wir sollen 4 verseuchte Blutproben von den Tieren bringen. Dann kommt wahrscheinlich wieder komplette... Das ist die Quest, die schickt uns dann quasi ins nächste Gebiet rüber. Die Geisterlande. Das würde ich dann jetzt erst nochmal verschieben. Wir haben jetzt auch gar nicht so viel offen. Genau, ich würde tatsächlich jetzt erstmal... Ich überlege gerade. Ja, komm, wir machen erstmal hier kurz die Verteidigung von dem Stein. Die machen wir. Und dann holen wir uns noch die Quest und die hier noch. Ja, ich habe ein paar Trolle hier auch noch anscheinend. Und dann gehen wir nochmal hier. Hier ist auch noch sehr schön in der Ecke, waren wir noch gar nicht. In Silbermond, also in dem eigentlichen Hauptstadtteil war ich auch noch gar nicht, tatsächlich. Da will ich auf jeden Fall auch noch. So. Werden wir hier schön mal Steinchen platzieren und dann das verteidigen. So. Jetzt kommen wir, also das sind so die Gründe, warum ich jetzt Warcraft Arclight Rumble für nicht schlimm halte und generell Mobile Gaming nicht direkt verdamme. Wir helfen ihm erstmal hier ein bisschen. Das alleine schaffen. Halt nicht viel. Deswegen, da wollen wir vielleicht unseren direkt daneben platzieren, dann hilft er mir auch. Hilft sich gegenseitig hier, habe ich gehört. Mal gucken. So, kommen wir mal auf Diablo Immortal zu sprechen. Das ist jetzt auch eine lustige Geschichte. Tatsächlich war das so bei mir, dass ich Diablo Immortal gar nicht in dem Sinne auf dem Schirm hatte. Ich habe das nicht mega verfolgt oder so bis zum Release. Und jetzt ist es soweit. Sondern das war irgendwie, ich weiß nicht, vor 2 Wochen oder so, dass ich im Blizzard Launcher die Nachricht bekommen habe, irgendwie so, Diablo Immortal startet bald irgendwie und irgendwie so bin ich da aufmerksam drauf geworden. Und ich dachte, okay, krass so. Und dann stand da irgendwie so, ab dem 2. Juni war das, glaube ich, stand da für, wir müssen hier noch, am 2. Juni oder so, toller Zusammenhalt hier, ne? Da sieht man es mal wieder. Und weg ist er. Er ist fertig und weg ist er, ne? Unfassbar da. Und dann war das so, dass es mir relativ gut reingepasst hat eigentlich, dass ich irgendwie dann auch jetzt im Zeitpunkt mal wieder auf Twitch live gehen wollte. Da habe ich mir gedacht, ey, tatsächlich an dem Tag, wo ich das erste Mal seit Monaten wieder auf Twitch live war, war dann auch der Tag, wo ich mir Diablo Immortal angeschaut habe. Also am Rechner, nicht am Handy. Ich habe es vorher am Handy schon gespielt gehabt und war dann, glaube ich, Level 8 oder so. Am Handy war es irgendwie schon einen Tag vorher verfügbar oder ein paar Tage vorher. Und am 2. Juni, glaube ich, bin ich dann quasi am Rechner rein. So. Und
Ganz ehrlich, es hat mir wirklich Bock gemacht. Also, es ist auch gerade so, dass ich noch spiele aktiv. Hab noch nicht mega viel gespielt, aber das war einfach, weil jetzt schon wieder letzte Woche, Leute, wir planen gerade unsere Reise nach England hier und mussten tausend Sachen noch bestellen und einfach auch gar nicht so die Zeit war. Da war ich noch auf einer LAN, da haben wir Fortnite gespielt und so, das ist aber auch nochmal eine andere Geschichte. Und noch tausend andere Dinge gemacht hier. Dann hatten wir noch 3000 Familienevents irgendwie, Pfingsten und Silberhochzeiten und alles Mögliche. Ja, deswegen war das gar nicht so möglich, mich mit so einem Game zu beschäftigen, aber Diablo Immortal fand ich wirklich spannend und es hat mir sowohl auf dem Handy so Bock gemacht, als auch auf dem Rechner. Und das muss man erstmal schaffen als Game, ne? Dass man auf dem Handy gut aussieht und auf dem Rechner auch. Von daher, da bin ich wirklich mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich habe auch ehrlich gesagt überrascht, ich war dann in dem Game drin, müsst ihr euch vorstellen, ne? Und ich dachte halt, es ist ein Singleplayer-Game. Ohne Scheiß, ich dachte Singleplayer. Ich dachte so, okay, ja, also ich dachte schon, dass man das irgendwie so, okay, ich dachte mir, gut, Blizzard, ne, die haben ja die Möglichkeiten, das wird irgendwie eine Battle.net-Integration bekommen und man kann dann vielleicht so seine Freunde einladen und dann irgendwie, ne, mit denen in einer Welt dann spawnen und da irgendwie Sachen machen. Irgendwie so habe ich mir das vorgestellt. Und dann habe ich halt so das Tutorial gemacht, beziehungsweise so dieses Startgebiet durchgespielt und am Anfang ist es wirklich auch Singleplayer, man sieht dann keine anderen Spieler. Und auf einmal war das dann so, dann wurde die Welt neu geladen und auf einmal waren überall Spieler und ein Handelschat und ein Trade-Chat und die Leute haben Gilden und Clans und aufgemacht und ich dachte so, what the fuck, was geht denn hier ab, ne? Das ist ja wie ein MMO, habe ich so gedacht im Moment, ne? Ich dachte so, hä? Das ist ja so voll das MMO irgendwie so, ne? Und überall rennen Leute rum. Und ich war voll positiv überrascht in dem Moment, weil ich damit gar nicht gerechnet habe, dass es quasi wirklich ein richtiges MMO-Feeling gibt, so, ne? Und deswegen, ich weiß jetzt noch nicht genau, ja auch wieder der Hinweis, ich rede nicht gerne über Dinge, wo ich keine Ahnung von habe, wie das jetzt quasi gerade so von der Community aufgenommen wird, wie das Endgame ausschaut, wie die Interaktion zwischen den Spielern dann wirklich ausschaut, ob man wirklich auch miteinander interagieren muss, ob Clans, Gilden Sinn machen, ob Raiden Bock macht und so weiter, keine Ahnung, das weiß ich noch nicht, bin noch sehr early im Game. Deswegen würde ich hier nochmal ein paar Wochen warten, das vielleicht dann in einem weiteren Let's Play bearbeiten, aber so, also den ersten Eindruck, den ich bekommen habe, auch vom Gameplay her, von der Grafik her, natürlich, von der Grafik her, es war nicht auf einem Niveau von einem Diablo 3. Und sicherlich wird Diablo 4 auch eine komplett andere Nummer werden von der Grafik. Aber ich bin immer jemand, der in einem MMO ist mir so das Feeling, die Immersion und einfach so die, also dieses Gruppengefühl, dass man sieht, okay, es sind andere Spieler, die da rumeiern, ist mir viel wichtiger als die Grafik. Ganz ehrlich, also meine Ansprüche sowieso, also von der Grafik her, Diablo, Choc, Güzel, wie Apo Red sagen würde, absolut top, ja, könnte ich absolut mit leben. Könnte mein Main Game sein, so eine Art, von der Grafik her. Von daher werde ich jetzt einfach nochmal beobachten. Es gibt sicherlich auch viele Punkte, die vielleicht nicht so geil sind. Ich habe schon irgendwie was gehört. Man kann auch ein Stück weit Pay-to-Win eventuell machen. Vielleicht habe ich es auch noch nicht genug gesehen, damit ich da irgendwie einen Upturn bekomme von dem Game. Aber so mein erster Eindruck war auch gut. Und Diablo ist aber, da bin ich auch ehrlich, ist ein bisschen differenzierter, weil hier, also zum Beispiel jetzt bei Warcraft Arclight Rumble, bin ich mir sicher, Warcraft Arclight Rumble ist eine coole Minigame, das habe ich auch noch nicht erwähnt, Warcraft Arclight Rumble ist ein wunderschöner Name, das ich immer wieder neu aussprechen möchte, hat auch so ein bisschen Ähnlichkeiten zu Tower Defense Maps aus Warcraft 3 Custom Maps, wenn ihr es noch kennt. Beziehungsweise Blizzard nennt es eher Tower Offense, weil man quasi noch Minions auf den Gegner schickt. Tower Defense übrigens, Blizzard, wenn ihr das hier schaut, Tower Defense würde ich noch viel mehr feiern, ey. Wenn es so ein Element-TD oder so von Blizzard geben würde, ne, ich würde es nur suchten. Das habe ich eh noch nicht verstanden. Tower Defense ist so ein geiler Mechanismus, warum es noch kein Game gibt, warum es noch keiner geschnallt hat und einfach ein geiles Tower Defense-Game bringen muss, wo man keine Viecher schickt, wo wirklich Wellen kommen und wo man Strategien aus Towern gegen... Warum das keiner macht? Ich verstehe es nicht. Dota, bestes Beispiel, ein Milliarden-Game geworden irgendwie.
warum das keiner macht. Blizzard selber auf, ich verstehe es einfach nicht. Keiner. Egal, auf jeden Fall. Warcraft Arclight Rumble ist ein Tower-Offense-Game, weil man hat quasi schon so Türme, aber eben auch Einheiten, die man auf den Gegner schickt. Und deswegen Tower-Offense. Tower-Offense und Defense finde ich aber beides sehr spannend. Und deswegen, mein Punkt war, glaube ich nicht, dass das Spiel, also Warcraft Arclight Rumble, müssen wir so einen Counter einführen, wie oft ich das gesagt habe, wird keinen negativen Effekt oder also weder negativ noch positiv, es wird keinen großen Effekt auf die WoW oder Warcraft Community haben. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist nicht so, dass irgendwie Communities gespalten werden und 50% spielt WoW und die anderen spielen Warcraft Arclight Rumble, weil es ist einfach so ein Gimmick-Game. Ja, da glaube ich, sollte man sich nichts vormachen. Und ich glaube, dass es auch in dem Fall gut, dass es so ist. Bei Diablo wiederum, und das war jetzt mein Punkt, weil da habe ich auch im Chat schon gesehen, in-game, war so gefragt, hä, warum soll ich jetzt noch Diablo 4 spielen? Oder irgendwie so von wegen, ja, warum brauche ich mich in Diablo 3 ja nicht mehr einloggen? Und so eine Sachen hat man da halt schon gehört, ne? Und mein erster Gedanke war auch so, okay, das ist jetzt so das Diablo Immortal, okay. Von der Grafik her eigentlich vollkommen in Ordnung, vom Gameplay auch mega gut. Man hat volles MMO-Feeling, alle Leute eiern rum. Wofür brauche ich jetzt eigentlich noch ein Diablo 4? Ne, das war schon. Wie gesagt, steinigt mich so, ja, keine Ahnung. Die Diablo 4 Hardcore-Fans unter euch, wenn jetzt auf die Barrikaden gehen, natürlich gibt es schon viele Gründe für Diablo 4, aber was ich damit sagen will, ist nur einfach, mit Diablo Immortal sehe ich schon eine Gefahr, dass sich die Diablo-Community vielleicht ein bisschen aufspalten wird. In einem Bereich, der sagt, okay, Diablo Immortal ist irgendwie, hat eigentlich alle Dinge, die wir von Diablo wollen, von einem modernen Diablo ein Stück weit, von den Features, die man in-game hat, von den Möglichkeiten, muss ich eigentlich machen. Ob das hier einfach, ach hier. Ah. Ja, wir sind schon zufrieden und die Leute, die sagen, also Diablo Immortal ist kein richtiges Diablo und wisst ihr, ich meine? Also ich will weder sagen, Diablo Immortal ist so das Ding oder Diablo 4 ist das Ding. Sagen wir es, die Gefahr für die Diablo-Community, dass da so eine Aufspaltung stattfinden wird, dass die einen das spielen und die anderen das. Das ist immer so ein Punkt, wo man ja auch bei WoW Classic Schiss hatte, ne, wo auch Blizzard Schiss hatte und auch die Community. Wenn wir das bringen, dass wir einmal die Retail-Fanbase haben und einmal die Classic-Fanbase und dass sie irgendwann verschiedene Dinge wollen und alle dann irgendwie nicht mehr glücklich sind am Ende. Weder Blizzard noch die Community. Ne? Und so, jetzt müssen wir die Person ausfindig machen, die den Anhänger angefertigt hat. Nase juckt, perfekt. So, machen wir doch gerne. Und das ist einfach nur so die Gefahr, die ich sehe. Aber da kann ich noch nicht so viel zu sagen, weil ich doch erst 2-3 Abende in Diablo Immortal reingesteckt habe und auch nicht so weiß, wie die Diablo Community tickt an der Stelle. Das wäre tatsächlich dann doch auch mal eine wunderschöne Frage für die Kommentarsektion unter diesem Video, Leute. Wir nähern uns tatsächlich auch schon wieder dem Ende eines weiteren Let's Plays hier. Ja, die ist auch schon sehr traurig darüber. Kann ich verstehen. So, jetzt müssen wir den Runenschein noch irgendwo begraben. Habe ich nicht aufgepasst, wo hier das. Oh Mensch, wo begraben wir denn das jetzt hier? Na, des Runensteins im versenkten Hain. Der versenkte Hain. Ah, hier. Ah, guck mal, wird mir nicht angezeigt hier. Ich habe selber herausgefunden, wo ich hingehen muss in WoW. Helfen heutzutage. Wir müssen, glaube ich, zu diesem Stein da. Ja, Leute, schreibt mir gerne eure Meinung zu der Thematik in die Kommentare. Was ist eure Meinung zum Mobile Gaming Markt? Was ist eure Meinung zu Warcraft Arclight Rumble und zu Diablo Immortal? Seht ihr da ähnliche positive Aspekte? Seht ihr ähnliche negative Aspekte? Oder seht ihr wirklich Dinge, die ich jetzt in dem Fall noch gar nicht beleuchtet habe? Interessiert mich natürlich wie immer sehr. Ich lese mir immer jeden Kommentar durch. Von daher schreibt das gerne in den Kommentarbereich rein. Und so, wir werden jetzt hier noch Ende vom Video, den Stein werden wir noch begraben. Werden die Ehre
Ich glaube, der Blutelfin, die hier ihr Leben gelassen hat, die werden wir natürlich ehren. Wenn ich jetzt hier nicht noch sterbe, muss ich noch eine, ich nehme noch eine Potion, komm. Dann bock ich sie noch ab zum Nippeln. So. Genau, schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Und ich bin sehr gespannt, wie sich der Gaming-Markt, also wie gesagt, ich bin dieses Jahr auf der Gamescom. Und das wird wieder eine richtige Gaudi. Ich bin sehr gespannt, wie sich der Gaming-Markt weiterentwickeln wird. Und wie sich auch Blizzard jetzt unter Microsoft weiterentwickeln wird. Und wie wir dann so diese Gaming, Mobile Games quasi, wie das so die Community dann vielleicht auch ein Stück weit noch weiter verändern wird. Also da bin ich echt sehr gespannt drauf. Also es ist natürlich schon tricky, ne, für Blizzard irgendwie. WoW irgendwie gerade so ein bisschen, Leute sind immer unzufrieden, Diablo 4 ist noch nicht am Start, Heroes of the Storm hat man mehr oder weniger eingestampft, weil man dagegen LoL nicht mehr angekommen ist, so wirklich. Sind ein bisschen unter Druck gerade. Und dann kann man schon auch die Kritik verstehen, ne? Dass man jetzt hier dann erstmal sich auf den Bereich konzentriert. Weil ich glaube, und das ist auch so ein bisschen vielleicht die gute Entwicklung, dass Microsoft Blizzard übernommen hat. Ich habe jetzt schon gehört, Microsoft ist so eine gigantische Firma, dass sie quasi, dass Blizzard vielleicht dadurch jetzt quasi gar nicht mehr so diesen Druck hat, die sie bei Activision hatten, dass sie halt eben monetär performen müssen, so eine Art. Sondern Microsoft ist schon so groß wiederum, dass es quasi gar nicht mehr primär um das Geld geht, sondern primär um das Prestige nach außen hin, die krassesten Games im Portfolio zu haben. Ich meine, Microsoft ist so groß und gigantisch, also too big to fail eigentlich. Sie kann eigentlich gar nicht pleite gehen, diese Firma, so übertrieben dargestellt. Jeder hat einfach Windows auf seinem gottverdammten Rechner. Oh, jetzt wären wir fast schon in das nächste Gebiet gegangen. Das heben wir uns das nächste Display auf. Und deswegen könnte es sein, dass Blizzard jetzt endlich eine Firma gefunden hat, die so groß ist, dass sie quasi wieder die Freiheit haben, die sie am Anfang hatten, dass sie auch jetzt ein bisschen so wieder das machen können, was die Community eigentlich will. Tief in die Lore eingehen, tief in die Materie, keine oberflächlichen Sachen, lange Entwicklungszeiten und dann aber wirklich auch Knaller-Titel raushauen. Das wäre, obwohl ich, wie gesagt, ne, diese Mobile-Gaming-Geschichte nicht negativ betrachte, wäre es trotzdem natürlich auch, nicht verwechseln, ein Wunsch von mir, dass Blizzard auch wieder dann doch am Ende diese Sachen eben auch anbietet und nicht nur Games fürs Handy. So. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Wir sind ein bisschen weitergekommen. Wir sind Level 12 immerhin. Sind immer hier noch Stadtgebiet und werden uns im nächsten Let's Play hier Richtung Norden geben und uns hier quasi die östliche Insel und dann vielleicht sogar auch die Hauptstadt mal gucken, wie wir es schaffen. Also wir werden wirklich jede Quest hier machen, bevor wir weitergehen, ja. Bin gespannt auf eure Kommentare und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Let's Play, euer die Pfeiler. Ciao, ciao.